Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Minecraft Trust the Betrayal. Ich bin Marv und das ist Verdemis. Guten Tag. Hallo zusammen. Heute wollen wir Fledermaus suchen. Wir suchen eine Fledermaus. Jetzt aber auch schnell dunkel geworden, wa? Ja. Einfach von der letzten Folge bis zu dieser und dann ruckzuck dunkel geworden. Verwandel dich mal in eine Fledermaus, vielleicht kommt sie dann eh gleich an. Zweifel ist, aber man hört die hier auch sehr schnell dann umfiepsen. Siehst du mich noch? Durch die Wand durch, ja. So röntgenblickmäßig. Ich höre eine. Hier ist eine. Irgendwo. Ja, du musst hier unten in die Höhle rein. Pass auf, Creeper. Hier ist eine Fledermaus. Hier bei mir. Ich sehe sie. Siehst du sie? Da vorne. Ich muss sie nur erwischen. Wie sind die so schnell? Ah. Jetzt runter, springen und töte sie. Nice. Vielen Dank. Bitte. So, dann führe mich doch mal zu dem Dorf. Ich brauche mich reizen, so ein Quark. Na dann los. Die wirkt total noch schneller, die Fledermaus. Weil die wahrscheinlich ein Block kleiner ist, ne? Mhm. Ein Block nicht, aber halt die ist halt nochmal ein Stückchen kleiner. Ich habe auch das Gefühl, die Fledermaus wirkt irgendwie wendiger. Richtig cool. Das ist aber auch, je tiefer du fliegst, umso schneller wirkt das. Siehst du mich noch? Ja, ich sehe dich noch. Okay. Auch wenn du dir alle Mühe gibst, mir mich zu verwirren. Direkt hinter dir. Sehr gut. Sturzflug. Schau mal, ob ich dich abgehängt bekomme. Das sehe ich dich. Ja, geh einfach davon aus, ich wäre von Team Rot. Ja. Ich spiele hier Fangen. Richtig. Nur, dass wenn du gefangen wurdest, bist du nicht dran, sondern bist du tot. Ja, das ist natürlich blöd. Oh, da hat er jetzt einen guten Vorteil hier, oder nicht? Nein, ich sag dir, jetzt habe ich dich doch abgehängt. Ja, jetzt ja. Jetzt bist du ja auch in den Wald geflogen. Ja. Jetzt sehe ich dich nicht mehr. Ich bin jetzt wieder oben. Ich bin auch wieder hoch. Ja, auch runter, ich bin bei dir. Hoch. Hinter dir. Ach, da, ja, ich sehe dich. Okay. Jetzt kam kurz ein Lag und du warst einfach, bist einfach verschwunden. Ich bin über dem grünen Wasser. Da hinten. Da hinten, ganz klein. Da flattert was. Okay. Da ist ein Baum mit blauen Blättern. Ja, ich habe auch schon. Hast du schon die Krone? Gesehen. Krone? Ja, die goldene Krone. Hier unten ist ein Schaf mit einer goldenen Krone. Stirb, Schaf! Stirb! Das war eine Kuh. Hast du schon ein Bett gebaut, by the way? Ja, in meiner Hütte ist ein Bett. Okay, ich töte mal eben hier noch ein paar Kühe wegen Fleisch und so und Schafe. Oh ja, gute Idee. Stirb! Geben Schafe auch Fleisch mittlerweile? Ja, ja. Also die hier, ja. Ich glaube, dass das im Standard Minecraft auch schon so ist, aber hier die geben Fleisch. Schöne Lammkeule. Okay. Skelett. Schaf. Oh Gott, sind hier viele Schafe. Hast du schon den Hut mit dem Pfeil im Kopf? Nee, ich hab einen mit einer Axt im Kopf. Auch nicht schlecht. Hier unten ist noch ein Schaf mit einem Hut mit dem Pfeil im Kopf. Okay. Hier hinten. Siehst du? Ach, hier. Ah, der Zylinder mit dem Pfeil. Ja, Hut ist Hut. Hut ist Hut. Ich habe eine, da habe ich wirklich die Axt im Kopf hängen. Auch nicht verkehrt. Binne. Was haben wir hier? Aluminium Gravel, das muss ich mir eben mitnehmen. Ja. Cool, ich habe T-Rex Hut. Seid ihr denn drauf? T-Rex-Hut habe ich auch. Ich habe hier gerade ein paar Zombies und Skelette an der Backe. Das Schöne ist, als Fledermaus treffen die Skelette einen kaum. Ja, du bist so schnell. Sie ziemlich gut. Vor allem auch so klein. Ja. Du bist jetzt gleich vom... Oh. Achso, ich denke, wo kriege ich Schaden? Ich verhungere gerade.
Ey, gib mir mal ein Aluminium zurück, du blödes Zombie. So, warte. Hab ich noch ein bisschen Ananas so dabei. Oh, was ist das? Das Zombie denn aus? Das sieht ja krass aus. Es ist ein zombifizierter Dorfbewohner. Okay, wo bist du? Ich bin hier unten in der Schlucht, warte. Bin bei dem Zombie ohne Kopf. Achso, hi. Hi. Was ist los? Die Richtung. Warte, was ist die Richtung? Alles okay. Seh dich mal wieder nicht. Ja, ich bin hier hinten, über dir. Über mir? Ja, warte mal, ich verwandle mich mal in die Biene. Hinter dir. Sieht man dunkel aus. Ah, da! Ah, jetzt! Ja. Direkt vor mir. Genau. Also man kann die anderen schon abhängen, wenn man sich Mühe gibt. Mhm. Wenn die einen verfolgen, aber wenn sie einen halt jagen, dann finden sie sich auch. Ja, wie gerade eben, einfach mal durch. Als Fledermaus super einfach. Als Biene ist es schwerer, einen abzuhängen, glaube ich, weil die Biene fällt halt mit ihrem Gelb sehr auf. Ja. So, wir sind schon da. Sehr schön. Ah, sehr schön. Karotten und Weizen, das ist perfekt. Ich mir direkt mal was von mit. Mich zu Hause die Felder bestellen. Genau. Einfach mal ein bisschen was einpacken hier. Gucken wir mal, ob die Bücher haben, die ich das klauen kann. Aber ich glaube schon, ich war gestern schon mal hier und hatte da nicht mehr genug Platz. Wir hatten alles Mögliche hier. Entschuldigung. Nichts passiert. Da. Ich glaub doch. So. Gucken wir mal eben, ob wir hier irgendwie noch Bissen haben, die Dorfbewohner. Kann ich rein. So. Klopfen die Zombies an der Tür. Okay. Die Dorfbewohner sehen ja hier aus wie diese Star Wars Viecher. Ja, wie die Jawas. Jawas, genau so war der Name. Sind hier nicht irgendwo Bücher? Ja. Schau mal, ob ich was finde. Nix drin. Ups, hi. Hi. Wie machst denn du das eigentlich mit der Hintergrundmusik bei Minecraft? Lässt du die Standardmusik? Jetzt gerade ja. Normalerweise lasse ich aber selber ein bisschen Musik im Hintergrund laufen. Okay, was Bestimmtes? Nö, so hier so Royalty-Free-Kram halt, ne? Okay. Bei mir läuft gerade ein Soundtrack von World of Warcraft. Achso. Ja, da bin ich mir nicht sicher, ob das wirklich erlaubt ist halt, ne? Ja, ja. Dass hinterher dann wieder geblockt wird oder so. Nee, nee. Ich weiß, dass das viele machen, aber... Na gut, keine Bücher, egal. Dann können wir auf jeden Fall wieder zurück. Ich hab, was ich wollte. Okay. Ich hab Möhren, ich hab Kartoffeln, ich hab Weizen. Kann ich das nicht bei mir jetzt anpflanzen? Ich habe hier Nekromantenzeug gefunden, womit du Leute bauen kannst. Aha. Also okay, ja, gibt es ja auch so ein Necromancer-Mod, gibt es ja auch, ne? Ich glaube, ich nehme alles mit. Zombie-Arme und sowas habe ich gefunden hier. So. Könnte ich ja eigentlich.
bin überlegt, ob ich so eine Dubstep-Gun bauen soll. Die okay. Sagen alle, wäre so gut. Die macht Mucke, oder was? Ja, aber die muss auch ziemlich gut sein als Waffe. Okay. Die rockt dich dann um, ja? Ja, keine Ahnung. Da ist ja über kurz oder lang zu hartem Gekläsche kommt. Wäre es vielleicht nicht schlecht, sowas zu haben, ne? Dalu, Krabs und Shigo sind noch unterwegs als Team Grün. Ja, die suchen uns wahrscheinlich. Aber die Karte ist halt groß, also. Ja, klar. Wenn du als Fledermaus unterwegs bist. Wir sind alle sehr mobil. Ja, ja, eben. Bei mir hat es sehr, sehr lange gedauert, bis ich die hatte. Also ab Folge 5, glaube ich, hatte ich erst meine Flugform. Diamanten! Diamanten kann ich nicht totschmeißen. Das ist meine ersten. Ich habe noch nie in Minecraft Diamanten gefunden. Und ich habe schon Ewigkeiten Minecraft gespielt. Ich hatte nie irgendwie Glück. Ach, und Eisen auch. Und hier Marmor, natürlich. Bin schon Level 25, Level 25 in Minecraft. Ich bin 45 und ich bin leider, ich wäre auch schon höher, wenn ich nicht schon so oft gestorben wäre. Ich glaube 50 ist das Maximum, oder? Okay, weiß ich gar nicht. Ich weiß es auch nicht, deswegen war das jetzt auch mehr oder weniger eine Frage. Achso, ja, ich bin als großer Minecraft-Profi, muss ich dir sagen, das kann schon sein. Gut. Wie du das sagst, dass das sein kann. Das klingt so vertrauensvoll, ne? Als ob der wirklich Ahnung hätte, der Mann. Ja. Wo hab ich denn diese ganzen Patterns hier auf einmal her? Die lagen da rum. Ich hatte irgendwann mal da einen dieser Tische geknackt und da waren ganz viele Patterns und die konnte ich nicht mitnehmen. Gestern Abend war das. Und die habe ich jetzt nicht gefunden. Ich weiß gar nicht, das einer bei, den kenne ich gar nicht. Ja, super. Den anderen habe ich schon. Guck, ein Full Guard Pattern. Mir ist noch nie aufgefallen, nee, das Ding habe ich Tatsache noch nicht. Okay, so. Kümmern wir uns als erstes mal hier das Zeug. Braten ein bisschen Lamm und ein bisschen Fleisch. Überhaupt keinen Platz mehr für irgendwas hier. Das Inventar ist immer so schnell voll. Gibt's hier nicht auch Rucksäcke oder sowas? Ja, gibt's auch. Ehrlich? Mhm. Mit welcher Mod mache ich die? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, das ist extra Backpack-Mod, aber wie genau, da bin ich überfragt. Okay, dann werde ich mich mal informieren. Ich habe da mal ein Dings zugemacht, ein Mod-Vorstellungsvideo. Gerade zu einer Backpack-Mod. Und das habe ich natürlich Jahre später, keine Ahnung mehr, wie das geht. Ich kann ja mein eigenes Video angucken, vielleicht hilft es mir ja. Frag mich gerade, ob es sich lohnt, Kartoffeln anzubauen. Was kann man aus Kartoffeln machen? Außer sie direkt zu essen. Kartoffelbrot? Weiß ich nicht. Ich auch nicht. Ja. Ach nee, Weizen kann man ja gar nicht direkt pflanzen, ne? Da brauchst du Weizensamen für. Genau. Was alles für Erze gibt. Aluminium, Zinn, Silizium. Zinn, Aluminium und was war's noch? Kupfer kannst du mir immer mitbringen. Werden wir in rauen Mengen brauchen. Allerdings Aluminium ist wichtig, dass das aus Tinker Construct ist und nicht aus Galaxy Craft. Cotton Seeds, Baumwolle. Will ich auch mal einpflanzen, ne? Voila. Lass mich doch hier nicht von dem Skelett abschießen in der Luft. So weit kommt's noch. Da. Das ruckelt schon wieder ganz schön, ne? Mir geht's momentan. So,
irgendwann mir mal die Zeit nehmen, das hier mal zu organisieren. Allerdings darf man das ja nicht. Ohne aufzunehmen. Achso. Ja, die Kisten aufräumen. Nee, das ist. Aber du kannst, wenn du eine Kiste offen hast, drück mal R. Ja. Passiert was? Warte. Warum kann ich die Kiste eigentlich nicht öffnen? Ah, jetzt. Dann sortiert sich nur mein Inventar. Achso. So. Aber immerhin. Oh, ist das nicht schön hier? Ist das nicht schön? Achso, jetzt kann ich den Scheiß hier noch wegwerfen. Den brauche ich ja nicht. Das brauche ich auch nicht. Ich muss es mir auch mal angewöhnen, in meinen, wenn ich gerade am Minen bin oder so, dass ich auch endlich mal eine Fackel setze. Mache ich total oft, dass ich irgendwas abbaue und einfach keine Fackel setze. Und die Leute in meiner Aufnahme wahrscheinlich überhaupt nichts sehen können. Ja, das Problem kenne ich. Das passiert mir leider auch viel zu oft. So, jetzt muss ich erstmal Essenzbärenbusch. Ja, aus diesen, von diesen, diese Essenzbeeren geben wohl Erfahrung. Wenn du Aluminium, Kupfer oder sonst was Beerenbüsche findest, nimm die bloß mit. Schmeckt wie Creeper. Hm. Was? Ja, der Essenzbeerenbusch schmeckt wie Creeper. Und wie kommst du darauf, dass der wie Creeper schmeckt? Das steht dabei. So. Und den Eisenbärenbusch soll ich mitnehmen? Wenn du da... Bist du das? Eisenbärenbusch, auf jeden Fall. Bist du das hier bei mir? Ich bin im Haus. Ach, das ist eine echte Fledermaus. Ich krieg schon Angst, wenn jetzt hier eine Fledermaus mich angezwitschert kommt. Muss ich noch was wegschmeißen? Wolle braucht eh kein Mensch. Und diese Aluminium-Dinger kann ich dann einfach wieder setzen und dann... Genau, die kannst du ja pflanzen, da wächst da neues Aluminium quasi dran. Sehr cool. Schmeiß ich ihn jetzt noch weg. Der braucht schon rohes Silizium. Wenn du zum Mond fliegen willst, brauchst du das. Das erklärte Ziel von Krabs. Er will ja möglichst schnell abbauen. Jetzt verlassen. Ich habe ein Fossil gefunden. Leute, ich habe überhaupt gar nicht so viel Platz für so einen ganzen Kram. Fossile findest du, habe ich auch schon jede Menge gefunden. Ich habe keine Ahnung, was man damit machen soll. Du kannst damit, glaube ich, ein Dings ausbrüten, ein T-Rex. Ha? Oh, Teamkill. So wird's gemacht. Teamkill? Mhm. Wer hat denn da, ich hab's ganz drauf gehabt, wer hat denn wen getötet? Liscario hat Sprachgewalt gekillt. Beide aus dem gleichen Team. Ja. Du, Zong. Jo. Das habe ich in meine Fackeln hingetan. Da sind sie schon mal nicht drin. Der Weg bis zum Hauptlager ist relativ groß. Ich glaube, die Karte, die wir erkundet haben, ist schon sehr, sehr riesig, der Bereich, den wir erkundet haben. Kann schon sein, ja. Habe ich dir meine Fackeln hingeworfen? Ach, da sind sie. So. Wir sind eh auf einer Ebene, die weit, weit, weit über normaler Minecraft-Bauebene liegt, glaube ich. Weil wir sind schon so hoch über den Wolken. Ja,
Wobei du kannst ja bei, es ist ja bei jedem anders, die, wo die Wolkengrenze ist, das kannst du ja einstellen, ne? Okay. Kannst über dein GUI kannst du die Wolken hoch und runter schieben. Ah ja. What the fuck? Ich komme in mein Haus und da sind zwei Skelette und ein Zombie und so. Wenn du F7 drückst, dann kannst du dir einblenden lassen. Wenn da rote Kreuze auf dem Boden sind, heißt das, da können Monster spawnen. Das ist ja geil. So, jetzt hatte ich hier irgendwo mein Aluminium-Ding. Busch. Was heißt gelb? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, dass. Ich habe mir das auch nur erklären lassen. Ich weiß nur, dass rot halt heißt, da können Monster spawnen. Habe ich den scheiß Busch denn jetzt hingeworfen? Jetzt sag nicht, Alter, ist er doch. So. Hier hat jemand meinen Berg ausgebaut. Na geil. Da habe ich angefangen, meine Sachen nach unten zu bauen. Ich wundere mich schon, warum ist denn da alles zugebaut? Und irgendwer hat da den ganzen Berg abgetragen hier. Im großen Stil. Hinter meinem Haus. Ja, gut, so viel dazu. Ey, wachse, los, wachse. Aluminium-Erz-Bärenbusch, total geil. Brauch mehr davon. Wachsen die nur bei Wasser? Nein, du musst auf Stein setzen. Nur auf Stein. Und scheinbar okay. Auch nur in Höhlen, also unterirdisch. Draußen konnte ich die nicht pflanzen. So. Ich werde jetzt mal versuchen. Wo sind meine Eimer? Und die Beeren ernte ich einfach ab, wenn der voll ist, und die Beeren verwandle ich dann einfach in was anderes. Die Beeren kannst du abernten und dann kriegst du halt das Erz entsprechend. Die kannst du dann zum Beispiel einschmelzen. Okay, cool. Hinter meine leeren Eimer hin. Die Beeren sind im Prinzip das gleiche wie das normale Erz. Eimer verlegt oder ich bin mal wieder nur blind. Brauch unbedingt ein Ordnungssystem, ey, das ist ja so. Jetzt, uiuiui, boah, sind hier viele online, meine Fresse. Wo, bei uns jetzt hier? Guck nochmal, ey. Vier grüne, drei rote. Das Schlimme ist, ich muss jetzt in den Nether. Oh oh, Baby Heat Scar Spider. Muss in den Nether. Mhm. Sie konnte sich Liscario ja nicht verkneifen, ey. GG. Er war doch derjenige, der ihn vorhin gekillt hat. So. Das nehmen wir alles mit. Das nehmen wir mit. Brauchen wir alles nicht. Nee, das kommt auch mit. So. Auf die Gefahren, dass die mich umklatschen. Ich brauche einfach ganz dringend. Jetzt frage ich mich aber noch etwas. Du brauchst ganz dringend Fragen? Nee, ich habe gerade eingefallen, dass ich noch gucken wollte. Nee, ich brauche halt dringend Obsidian und das werde ich mir jetzt organisieren. Und das geht am besten im Nether, weil da brauchst du Lava für. Mhm. Ist ja nun mal nicht so, dass hier jede Folge irgendwie großartig Action ist, ne? In dem Spiel. Das ist richtig. Es gibt auch relativ viele Folgen, die einfach nur, wo einfach nur gebaut wird. Mhm. Und nicht wirklich was passiert. Das ist wohl wahr. Landbau? Ne. Geht gar nicht. Schade.
Buch was wert. Aber... Lass mir noch eine Spitzhacke bauen. Irgendwo Sticks. Hast du keine mehr? Mhm. Aber Holz hast du noch. Ja, ja, Holz habe ich noch. Ah doch, da sind doch Sticks. Würde ich aber auch gerne mal noch was probieren. Nehmen wir mal ein bisschen Redstone mit. Ich würde gerne mal wissen, ob man die normalen Standardwaffen auch upgraden kann. Also die Standardwerkzeuge. Dann. Was hättest du davon? Naja, ich könnte auch so eine Spitzhacke zum Beispiel schnellere Haste drauf machen, dass ich schneller abbauen kann. Brauchst du das, ja, wenn du. Ach, es gibt keine super Spitzhacke, oder? Ja, das geht nicht. Nee. Gibt's leider nicht. Das wird's erklären. Okay, dann wage ich mich jetzt mal in den Nähtab. Ich glaube nicht mehr diese Folge, nee, denn wir sind jetzt bald schon bei 27 Minuten. Ja, dann ist schon wieder vorbei. Sag ich danke fürs Zuschauen. Ja, genau. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Servus. Tschüss.